Die Social Justice Warriors haben sich in eine Ideologie verstrickt, die nichts mit der Realität zu tun hat. Denn den syrischen Flüchtling, der durch seinen Schulabschluss fällt, weil ihm die Deutschkenntnisse fehlen, hilft es nicht, wenn sich ein weißer Manager für seine Hautfarbe schämt. Eine junge Türkin, die sich ein Universitätsstudium nicht zutraut, wird nicht mutiger, weil eine weiße Deutsche sich gerade ihrer Privilegien bewusst wird. Und einer polnischen Einwanderin, die einem unterbezahlten Job nachgeht, weil ihre Ausbildung in Deutschland nicht anerkannt wird, wird es nicht helfen, wenn ein Rundfunkredakteur fordert, dass weiße Männer häufiger ihren Mund halten sollen. Das sind einige Thesen von Judith Bassat und sie hat sie in ihrem Buch aufgeschrieben. Das Buch heißt Schäm dich, wie Ideologinnen und Ideologen bestimmen, was gut und was böse ist. Und mit Judith rede ich heute darüber. Herzlich willkommen, Judith. Hallo, Tamara. Ein kleiner Disclaimer noch, wir duzen uns unter Publizistinnen, wie sich das ja gehört. Du beobachtest die Gesellschaft seit einigen Jahren, du analysierst sie und du hast so die, ja sagen wir, kontroversesten Gesellschaftsthemen in deinem Buch herausgepickt und beschreibst sie, also Gender-Ideologie, Identitätspolitik, was noch, Cancel Culture. Und was mir sehr gut daran gefällt, du untermauerst deine Argumente jeweils mit sehr guten Beispielen, aktuellen Beispielen. Jetzt, worüber ärgerst du dich denn derzeit am meisten? Also ich glaube, was mich wirklich aufregt zurzeit ist, dass es einige Akteure gibt innerhalb der Antirassismusbewegung, wie zum Beispiel Alice Hesters oder Mekim Ohanwe, die auch auf Social Media sehr aktiv sind und auf Twitter aktiv sind. Man muss doch dazu sagen, das sind Journalisten oder Autoren, oder? Die in Deutschland wohnen. Mhm. Ja. Bestseller-Autoren. Genau. Die in ihren Büchern hochgradig rassistische Dinge sagen und auch ansonsten von dem Weltbild her, was sie vertreten oder von den Forderungen, die sie die ganze Zeit äußern, dass diese im Kern rassistischen und meiner Meinung nach auch totalitären Inhalte in Medien und Politik als sukzessiv gefeiert werden. Mhm. Also das deckt mich am meisten auf. Also wenn man solche Sachen hat, solche Aussagen hat, wie alle Weißen sind Rassisten, oder weiße Chefredakteure sollten ihre Jobs abgeben an Migranten oder Menschen mit dunklerer Hautfarbe. Oder, keine Ahnung, sowas wie Antirassismus-Seminare, wo wirklich Menschen aufgrund biologischer Merkmale voneinander getrennt werden und Weiße wirklich fertig gemacht werden, damit sie auch mal diesen Schmerz spüren, den Migranten oder Schwarze erfahren. Und sowas dann bejubelt wird, als eine gute Methode verstanden wird, mit der man die Welt verbessern kann. Mhm. Und zwar nicht nur von irgendwelchen Spinnern, die es ja in jeder Bewegung gibt, sondern wirklich von Welt, vom ZDF, vom ÖRR, teilweise von Aufklärungsbroschüren, die der Bund anbietet oder die einzelne Länder anbieten. Das legt mich nicht nur auf, ich finde das sehr schockierend. Und ich kann, ja, weiß auch nicht so wirklich, wieso sich da kein politischer und medialer Widerstand legt. Ja. Gut, also wir haben da einige Themen, die wir abarbeiten. Ich habe 6 Seiten Fragen. Ich gehe da mal der Reihe nach durch. Du hast schon ein bisschen vorgegriffen. Nun, du erzählst ja oder du beobachtest ja eigentlich aus einer Perspektive heraus mit einem Migrationshintergrund oder mit einem halben Migrationshintergrund, weil dein Name sagt ja schon, du bist nicht oder ein Elternteil von dir ist nicht aus Deutschland. Darf man überhaupt fragen, woher du kommst oder gilt man da schon, bekommt man Ärger? Also ich war eigentlich immer sehr, sehr stolz auf meine teilweise türkische Herkunft. Mhm. Also wenn die Leute gefragt haben, habe ich immer ganz stolz gesagt, ja, mein Vater kommt aus der Türkei, ich habe da noch Familie, voll toll. Also ich konnte irgendwie noch nie verstehen, wie der türkische Migrationshintergrund meines Vaters irgendwie auch nur nachteilig ausgelegt werden könnte. Mhm. Und du empfindest diese Frage auch nicht als rassistisch, weil das wird ja heute von einigen Aktivisten eigentlich so angedeutet oder sogar gesagt, dass das rassistisch ist oder unsensibel zumindest, diese Frage überhaupt zu stellen. Ich habe diese Frage eigentlich ja, nie als unsensibel empfunden, sondern es ist ja eine Neugier, oder wenn ich wissen möchte, ey, woher kommst du? Aber eben heute
gelten ja gewisse andere Regeln. Du hast ja sowieso in deinem Buch, betonst ja mehrfach, dass du dich nie als Opfer gesehen hast oder auch nicht mit einer Herkunft, die andere Wurzeln hat. Obwohl du ja auch Benachteiligungen erlebt hast, wie du schreibst, siehst du dich eigentlich mit deiner Einstellung in der Minderheit? Ja. Warum? Ja, also ich glaube, die Mehrheit der Menschen, oder ich glaube zumindest viele Menschen, die auch einen Migrationshintergrund haben oder die vielleicht, weiß nicht, Eltern hatten, die zum Beispiel schlecht Deutsch gesprochen haben oder die schlecht verdient haben und aus bildungsfernen Schichten kommen oder aufgewachsen sind und auch aus finanziell schwachen Schichten und die sich dann hochgearbeitet haben oder die eben so einen sozialen Aufstieg hingelegt haben. Kenne ich irgendwie viele Leute, bei denen das so war. Ich glaube, die würden sich nie im Leben als Opfer sehen. Also, keine Ahnung. Also, ich glaube, es gibt viele Kinder, viele Migrantenkinder, die es in Deutschland echt zu was gebracht haben und die hart kämpferisch unterwegs sind und die nie daran gedacht haben, dass sie natürlich auch Rassismus erfahren haben, ist wahrscheinlich, aber die sich selbst nie in diese Schublade, in diese Opferschublade selbst gesteckt haben. Und ich glaube, das Problem im Moment ist, dass es eben vor allem auf Twitter und im Netz und vor allem im Journalismus eine Minderheit gibt, die glaubt, für diese Leute sprechen zu können, obwohl diese Aktivisten, die ganze Zeit so laut sind und weißen Cis-Männern vorwerfen, dass sie Menschenfeinde sind und so weiter, dass die überhaupt gar nichts zu tun haben mit diesem Milieu. Also die werfen dann mit Foucault und Bourdieu um sich oder mit irgendwelchen akademischen Theorien und mit verschwurbelten Begriffen. Und Philosophen, ja. Feiern sich jetzt selbst dafür, dass sie diesen sozialen Aufstieg dann vielleicht auch hinbekommen haben oder schon immer privilegiert waren und gucken dann mehr oder weniger etwas arrogant auf die migrantische Unterschicht runter, die ja gerade an den Problemen zu knabbern hat oder mit diesen Problemen zu kämpfen hat. Wie du es schon angesprochen hast, und mir fällt das auch auf, dass die Medien da eine große Rolle auch spielen, oder? Die Medien, ja. Die betonen diese verschiedene Gruppenzugehörigkeit, finde ich, sehr stark und sie legen sehr stark den Finger auf auch Mikroaggressionen, wie du auch darüber schreibst, oder? Was ja einerseits richtig ist, denn es gibt ja Defizite, es gibt ganz klar Missstände, wie du sagst, eben Menschen mit einem fremdklingenden Namen werden benachteiligt bei der Arbeitssuche oder bei der Wohnungssuche. Also es gibt's, das muss man sagen, das ist eine Tatsache. Aber andererseits, wenn ich dann irgendwie den 500. Artikel lese, dass wir Frauen die Hauptleidtragenden einer unfairen und ungerechten Gesellschaft sind, dann langweilt mich das langsam. Also ich weiß nicht, wie geht's dir? Ja, auf jeden Fall. Schon. Es ist eigentlich immer wieder dasselbe. Es ist jetzt so ein Social-Media-Phänomen. Also so diese Feminismus-Opferrolle und die Migranten-Opferrolle sind halt einfach gute Clickbaits so. Das ist also Feminismus. Wie siehst du das ein bisschen als Geschäftsmodell der Medien, diese Themen zu beackern, immer wieder? Ja, aber ich glaube, also ich hab das auch versucht in dem Buch auf den Punkt zu bringen. Mhm. Ich glaube, dieser ganze Fokus auf Rassismus und Feminismus und Opferrolle und dieser große Fokus aufs Weißsein auch, also dass man die ganze Zeit darüber redet, was Weiße eigentlich machen sollen, und diese ganzen Demutsbekundgebungen oder diese Unterwerfungszeremonien, diese Antirassismus-Seminare, wo Weiße dann wirklich anfangen zu weinen und sich für ihre Hautfarbe zu schämen. Das gibt es übrigens wirklich, liebe Zuschauer, also das ist nicht so ein Hirngespinst und wir kommen dann später noch drauf. Es gibt eben auch dieses Buch, das ich noch zeigen möchte, von der Robin DiAngelo. Pardon, ich habe dich unterbrochen. Genau, also dass dieser große Fokus auf der Opferrolle, egal ob es jetzt um Frauen oder Migranten geht, eigentlich nur dazu dient, dass weiße privilegierte, also es ist eigentlich eine Ersatzbeschäftigung für weiße privilegierte Rich Kids oder für die weiße Mehrheitsgesellschaft, weil die können sich dann irgendwie besser fühlen, die können sich als Helden fühlen, indem sie sagen, oh du arme Frau, du bist ein Opfer, komm, ich helfe dir. Oh du armer Türke, du bist ein Opfer, komm, ich veränderte mein Verhalten oder poste irgendwie auf Instagram, dass ich ein alter, weißer, böser Cis-Mann bin, damit es dir besser geht. Also ich glaube schon, das ist halt so eine... Also du, Judith, du meinst, das sind nur die privilegierten Rich Kids, die diese Aktivistenrolle einnehmen. Also ist das deine These? Weil man könnte ja jetzt auch sagen, okay, aber sie setzen sich ein für Schwächere, für Minderheitengruppen, Randgruppen oder...
Sie sehen das aber wahrscheinlich so, weil Sie wollen vielleicht jenen Menschen eine Stimme geben, die vielleicht nicht so eine große Plattform haben wie Sie, also die keine Kolumne haben in einer großen deutschen Zeitung oder keinen großen Twitter-Account. Oder, und Sie sehen das vielleicht so, dass Sie ihnen eine Stimme geben. Ja klar, aber das machen Sie ja nicht. Also wenn Sie wirklich Staunen und Migranten eine Stimme geben wollten, dann würden Sie zum Beispiel thematisieren, wie so sehr gut integrierte Flüchtlinge über Nacht heute noch abgeschoben werden, während islamistische Straftäter immer noch in Deutschland bleiben können und zwar monatelang und jahrelang und irgendwie die Behörden austricksen können. Da würden Sie zum Beispiel darüber berichten oder es würde darüber berichtet werden, wieso Pflegeberufe so schlecht entlohnt werden, obwohl dort sehr, sehr viele Migranten und sehr, sehr viele Frauen arbeiten. Oder man würde darüber berichten, wieso Frauenhäuser überfüllt sind, wo Frauen Zuflucht suchen, die häusliche Gewalt erfahren. Genitalverstümmelung, Ehrenmorde in islamischen Communities etc. Ja. Das sind die Probleme, die wirklich Migranten und Frauen betreffen, denen es sehr schlecht geht. Aber davon höre ich halt nichts. Also ich höre immer nur endlose Diskussionen über das Gender-Sternchen und wie man eben Weiße dazu bringen kann. Also ja, wie gesagt, wie Weiße sich mit sich selbst beschäftigen können. Und da ist ja eben der weiße Heteromann das absolute Übel der Welt, also verantwortlich für alles Böse. Das ist ja nichts Neues, aber was mir auffällt, es schleicht sich eben dieser Narrativ immer mehr auch in den Medien ein, also auch in den öffentlich-rechtlichen Medien. Da wird das häufig, also diese allerlei Thesen von Gender-Ideologie zu eben Rassismus gibt es nur bei den Weißen diese Dinge und die werden dann häufig unkritisch übernommen. Und du hast auch da ein gutes Beispiel genommen, das ich gerne zitieren würde. Der DLF, also der Deutschlandfunk, der hat einen Tweet veröffentlicht, in dem ein Radiobeitrag über alte weiße Männer vorgestellt wurde. Zitat: Mächtige weiße Männer und toxische Verhaltensweisen, ein wiederkehrendes Thema. Sterben sie aus oder wachsen stetig welche nach? Es sei nur eine Frage der Zeit, bis ein Kulturwandel eintrete, weil sich das Problem mit den alten weißen Männern sowieso bald biologisch auflösen würde, erzählt hier der Moderator. Also, das kommt ja so ganz nebenbei daher, aber eben auf einem großen öffentlich-rechtlichen Kanal. Und wenn man sich vorstellt, würde man das Wort austauschen, Männer zum Beispiel gegen Frauen, dann wäre ja die Hölle los. Ja klar, auf jeden Fall, ja. Aber wann ist denn das eigentlich so salonfähig geworden, dass das Bashing gegen weiße Männer so in Ordnung ist? Weil es regt sich ja eigentlich keiner groß darüber auf, also vielleicht ein paar, ja eben von diesen weißen Männern. Oder vielleicht Leute wie wir, die dann in den sozialen Medien darauf reagieren und das kritisieren. Aber ich höre jetzt da jetzt in der Gesellschaft keine große Rückmeldung. Und du? Nein, also wie gesagt, es war die Frage, die du mir am Anfang gestellt hast. Also mich schockiert es halt mega, dass solche im Kern rassistischen und menschenverachtenden Inhalte einfach so als sukzessiv bejubelt werden und in namhaften Radiosendern wie den Deutschlandfunk einfach rausgehauen werden als größte Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, es liegt halt wirklich daran, dass dieser ganze Social Justice Aktivismus oder dieser Woke Aktivismus ideologisch ist. Und Ideologien haben es eben an sich, dass sie ein klares Feindbild haben und dass sie sich sehr richtig anfühlen, auch emotional sehr richtig anfühlen. Das ist ja auch das, was sie so gefährlich macht. Und ja, es ist dann auch immer die Frage, die ich mir dann häufig gestellt habe, vor allem wenn es ums Gendern geht oder um eben Antirassismus-Seminare, wo sich Weiße auf den Boden setzen muss, hat man erstmal den Reflex irgendwie zu lachen. Sich zu sagen, naja, die spinnen eben einfach. Ja, also wenn von GästInnen die Rede ist und so weiter. Aber ich glaube, das ist schon ziemlich, also dass gerade dieser Aspekt, dass sich kein Widerstand legt, sondern dass es sich eben richtig anfühlt, gegen alte weiße Männer zu hetzen, gegen Weiße zu hetzen und ihnen sogar den Tod zu wünschen, irgendwie von DLF, im DLF, dass sowas eben, ja, also auch gefährlich sein kann, ja, ja. Weil sich eben einfach so einschleicht. Du schreibst ja noch, das größte Problem am Woken-Aktivismus ist, dass er Medien dazu bringt, gewisse Menschen ausschließlich als Opfer darzustellen. Aber ich frage mich halt schon, warum hat denn dieser Woke-Aktivismus so viel Macht? Ganz grundsätzlich. Also ich glaube, der Aktivismus geht ja mit einem sehr, sehr guten Versprechen einher. Und zwar, dass man die Welt verbessert. Dass man Rassismus bekämpft und Diskriminierung bekämpft und eine Welt schafft, in der alle glücklich sind, sozusagen.
Also ich habe ja auch ein Kapitel über Utopien, in dem ich dann versuche, das alles nochmal zu erklären. Verdammt, jetzt habe ich deine Frage vergessen. Also meine Frage war, warum haben diese woken Aktivisten so viel Macht, dass eben die Medien sogar ihre Thesen unkritisch übernehmen, teilweise? Ich glaube, es ist einerseits dieses Versprechen, das damit einhergeht. Und auf der anderen Seite ist eben dieser Mechanismus oder die Art und Weise, wie dieser Aktivismus betrieben wird, ausschlaggebend. Also wenn du jemanden immer wieder vorwirfst, dass er ein Menschenfeind ist, dass er nicht für Gleichstellung ist, dass er auf den Rechten von Opfern herumtrampelt, wenn er These A und B nicht unterstützt, oder eben wenn du jemanden zurufst, schäm dich, fühl dich schlecht, du bist ein Menschenfeind. Also diese ganze Politik des schlechten Gewissens, dass die eben unfassbar mächtig ist. Also das sieht man ja bei den ganzen Cancel-Culture-Beispielen, wie einzelne Institutionen einknicken, auch international. Also man braucht eigentlich nur ein paar Aktivisten, die sagen, wir sprechen für eine Minderheit, die diskriminiert wird. Und dieser Text verletzt diese Minderheit. Und diese Argumentation mit Gefühlen und mit verletzten Gefühlen ist halt unfassbar mächtig. Also niemand möchte als Menschenfeind dastehen und als jemand, der Gefühle von Minderheiten verletzt, auf denen sowieso schon rumgetrampelt wird. Und auf diese Art und Weise mit dieser Politik schlechten Gewissens oder mit dieser Politik der Scham, also es ist krass, es ist sehr simpel, aber es funktioniert. Diese Gruppe der weißen Heteromänner per se immer als etwas Negatives darzustellen. Ich stelle mir einfach vor, das löst ja auch eine Gegenreaktion immer aus. Also das löst ja bei dieser Gruppe auch dann wieder Frust aus und oder sogar Wut. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das irgendwie die Gesellschaft zusammenbringt. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, die Gesellschaft spaltet sich durch all diese Thesen und Ideologien noch viel mehr. Warum sehen das denn diese Aktivisten nicht? Sie schütten ja eigentlich, sie gießen Öl ins Feuer. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber es geht ja in dem ganzen Aktivismus überhaupt nicht mehr um Rationalität und um Problemlösung. Und das ist halt dann immer dann der Moment, an dem es um, wie gesagt, Ideologien geht. Also Ideologien zeichnen sich da so, dadurch aus, dass sie nichts mit der Realität zu tun haben. Überhaupt gar nichts mehr, sondern nur einer stumpfen Prämisse folgen und das auf eine ziemlich dogmatische Art und Weise. Also ich weiß nicht, es gab diese Spaltung, also ich meine, dahinter steckt ja auch eine gewisse Manipulation. Also wenn man, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, es gab ja einmal Quatschdummel, diese Aktivistin auf Twitter, die immer ziemlich austeilt. Die hat zum Beispiel auf Twitter absichtlich den Hashtag White Devil trenden lassen, nur damit sie also diesen Hashtag ganz oft wiederholt, 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 bis er eben in den Twitter-Trends aufgetaucht ist. Und hat dann darunter noch geschrieben, wenn ich will, dann lasse ich Twitter brennen oder ich will Twitter brennen sehen oder irgendwie sowas. Also da siehst du ja, auf was sie hinaus wollte. Also sie provoziert, sie beschimpft alle Weißen als White Devil, als Rassisten etc. auf eine ziemlich herablassende Art und Weise. Nur damit konservative oder vielleicht auch linke Menschen sich darüber empören, damit sie danach sagen kann, oh mein Gott, ich bin das arme Opfer, weil ich habe eine dunkle Hautfarbe und ich werde angefeindet ohne Grund und das rassistische System, seht ihr, das ist der Beweis dafür. Und so funktioniert das halt. Also ich glaube, dass diese Spaltung absichtlich hervorgerufen wird, um die Leute so dahingehend zu manipulieren, dass sie eben immer wieder in der Opferrolle sind. Was ist das für eine Gruppe? Wie groß ist diese Gruppe, die jetzt so agiert? Ich weiß es nicht. Also im Netz sind sie eben ziemlich laut. Und das ist alleine das Problem. Also ich glaube nicht, dass sie groß sind. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist eine kleine Minderheit, auch an den Universitäten, die eben durch eine gewisse mehr oder weniger manipulative Propaganda sehr, sehr laut und sehr groß erscheint. Du sprichst ja eben die Universitäten an und da hast du auch ein Kapitel über die Robin DiAngelo in deinem Buch drin. Das ist ja eine der bekanntesten Antirassismus-Expertinnen oder Trainerinnen in den USA und sie vertritt ja die These, dass wir Weiße eben, wie du schon auch angesprochen hast, geprägt sind von einem System, in dem Weiße Schwarze unterdrücken. Weiße seien unbewusst rassistisch und haben Rassismus in den Genen. Sie tut ja damit eigentlich genau das, was sie bekämpfen will. Sie kategorisiert Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder aufgrund ihrer Herkunft und nicht aufgrund von unserem individuellen Charakter oder Verhalten. Also für mich ist es einfach unbegreiflich, dass
hat sich ja ein bisschen in den Mainstream eingeschlichen. Das ist auf jeden Fall mein Eindruck, oder? Das ist jetzt nicht so ein Randphänomen. Das haben ziemlich viele auch aufgegriffen. Aber und man feiert solche Thesen, die aber eigentlich sehr gefährlich sind, weil es doch fast wieder eine umgedrehte Art von Rassismus. Ja, genau. Also meiner Meinung nach ist Stop in die Anschlussbuch wirklich der erste Weg in den Totalitarismus, weil sie eben Menschen die Individualität absticht. Also sie sagt, dass vor allem in westlichen Kulturen der Individualismus und auch der Liberalismus eine Schlüsselideologie sei, also nur eine Erfindung von alten weißen Männern, um Schwarze zu unterdrücken. Und dass Weiße und Schwarze oder auch andere Ethnien immer, bevor sie Mensch sind, immer von dieser Gruppenzugehörigkeit gesteuert sind. Und dass deswegen Weiße, weil sie weiß sind, auch immer in Demut leben sollten, weil sie diese koloniale Erbsünde nicht überwinden können. Und das ist eben, keine Ahnung, also wenn du Menschen aufgrund biologischer Merkmale den Individualismus absprichst, und das geht ja bei Job in D'Angelo, nicht nur bei Job in D'Angelo, sondern auch bei bekannten Aktivisten, die zu Primetime im ZDF sitzen oder so, die reden wirklich von White Tears, von weißen Tränen und sagen, dass weiße Menschen, dass selbst die Emotionen von Weißen rassistisch sind. Also man hat hier ein rassistisches System, das ist fast wie eine Verschwörungstheorie, ja, das so tiefgreifend ist, dass es nicht nur den Verstand von Menschen umnebelt, von weißen Menschen, sondern auch deren tiefsten Gefühle und Emotionen. Das Gleiche kann man auch bei Alice Hastert nachlesen. Also sie hat so eine Passage, in der sie sagt, wenn ich mit einem weißen Mann zusammen bin, dann wird dieser Mann selbst, wenn er mich liebt, immer noch ein Rassist sein. Also, das ist eben, das ist dann eben so ein Punkt, an dem ich finde, dass es gefährlich wird und an dem man sehr wohl eine Parallele zu totalitären Ideologien aufmachen kann. Weil, wie gesagt, wenn, ja. Gefährlich ist es ja auch vor allem, weil jetzt Personen wie diese Robin DiAngelo, die ist ja Professorin, Ja, klar, die die ist an der Uni. lehrt an einer Universität oder die vermittelt diese Thesen dann wiederum jungen Menschen oder die ist angestellt von großen Unternehmen als Antirassismus-Expertin, die tritt dort auf und hält dort Vorträge. Die ist super erfolgreich, oder? Darum sage ich ja, es hat sich im Mainstream eigentlich breit gemacht. Und darum bin ich jetzt eben nicht ganz sicher, wenn du vorher hast du gesagt, das sind eine Minderheit von lauten Menschen, aber hast du nicht den Eindruck, inzwischen eben ist das schon breiter angekommen und eine breitere Mehrheit hat diese Thesen und Theorien übernommen? Ich weiß es nicht, es ist schwierig zu sagen. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich mit Leuten rede, die nicht in Berlin leben, sondern in kleineren Städten, vielleicht auch im Süden, wenn ich denen erzähle, was da teilweise gefordert wird, dann fangen die an zu lachen. Und es gab auch. Das geht mir genau gleich. Geht mir genau gleich, ja. Und sagen, haben wir keine anderen Probleme irgendwie? Ich habe Ja, Familie, genau. es gibt keine Kitaplätze irgendwie wegen Corona, hat Kindergarten zu, was willst du, was erzählst du mir hier so? Ich glaube schon, dass es elitäre Diskussionen sind, aber es sind ja, die Gefahr besteht halt auch, dass vor allem Menschen im Bildungsbereich, wie Kindergarten, Schule, Universitäten, aber auch Jugendsozialarbeit und so weiter, von diesen Thesen indoktriniert werden. Da mache ich mir dann eben Sorgen. Und das ist dann das zweite Problem dabei ist, dass das alles als Wissenschaft ausgegeben wird. Ja, also es wird dann von Antirassismusforschung gesprochen. Aber die Angelos Thesen sind, das ist keine Wissenschaft. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Also sie sagt ja, ihre Beweisführung ist ja so, dass sie zum Beispiel in den Park geht und sie erzählt ja so ein Beispiel, sie geht in den Park und sie trifft sich, ist verabschiedet mit einer Gruppe, aber sie weiß nicht, wie die Leute aussehen. Und da ist dann eine weiße Gruppe im Park, die grillt und eine Gruppe nur mit Schwarzen. Und dann hat sie irgendwie, gibt sie zu, dass sie insgeheim gehofft hat, dass es nicht die Gruppe mit den Schwarzen ist, weil sie da so eine innere Abneigung gespürt hat und schließt dann darauf, dass alle Weißen unterbewusst Rassisten sind. Und da muss man sich dann denken, okay, Robin DiAngelo, vielleicht bist du einfach selbst eine Rassistin und es trifft nicht auf alle Weißen zu. Also das ist das Niveau, auf dem sich diese Forschung bewegt. Und das Problem ist halt, dass man Bildungsinstitutionen hat, egal in welchen Bereichen. Die wedeln dann mit diesem Buch und sagen, das ist Antirassismusforschung. Und die meisten Leute haben überhaupt gar keine Ahnung. Es hört sich dann aber professionell an. White Privilege, Critical Whiteness, Critical Race Theory. Oh mein Gott, das ist der neueste Stand aus den USA. Den müssen wir unbedingt befolgen, weil die haben da ganz krass geforscht und so weiter. Und damit
knüppeln die dann ihre krass totalitären Forderungen durch, was wirklich so, was mich am meisten schockiert hat bei der Recherche für das Buch, war das Institut für diskriminierungsfreie Bildung. Das ist ein Bildungsinstitut, die nicht nur Bund und Länder beraten in Sachen Antirassismus und Diskriminierung, sondern auch wirklich in der Schulbuchforschung tätig sind. Und die haben einen Aufsatz veröffentlicht, in dem die Emotionen von weißen Kindern, also in denen weißen Kindern eine psychische Störung attestiert worden ist, weil sie weiß sind. Also da steht wirklich weiße Neurose, emotionale Vergewaltigung etc. Die Kinder sind ganz gestört. Wieso? Weil man ihnen beibringt, dass Colorblindness, also dass man nicht darauf achtet, dass man Menschen danach behandelt, was sie machen und nicht, was für eine Hautfarbe sie haben, dass diese Erziehung in der weißen Mehrheitsgesellschaft rassistisch werde und die Kinder deswegen psychischen Knacks bekommen würden. Und der einzige Weg aus diesem komischen, schlimmen, rassistischen, weißen System ist eben, dass man bei den Kindern dann eine Identitätskrise auslöst. Mhm. Also Kinder sollen im Schulunterricht gestört werden in ihrer weißen Identität, damit wir das rassistische System überwinden. Und sowas geht einfach raus an Schulen, an Universitäten. Mhm. Diese Leute beraten Bund und Länder. Und da denke ich mir, nein, das ist moderne Rassetheorie, was da betrieben wird. Und es gibt überhaupt gar keinen Null-Widerstand. Und wenn es eben Widerstand gibt, werden die Kritiker sofort als rechts diffamiert. In diesem Zusammenhang hört man ja oft auch den Begriff des strukturellen Rassismus, den die Aktivisten auch sehr häufig benutzen. Wie ist das denn jetzt in Deutschland? Gibt es denn strukturellen Rassismus? Nein. Also ich glaube, der strukturelle Rassismus ist ein riesiger Mythos. Also ich glaube, dass es rassistische Stereotype gibt. Stichwort Postkolonialismus. Mhm. Natürlich kann man analysieren, inwiefern koloniale Stereotype über Schwarze oder der Schwarze als der Wilde, als der Unzivilisierte und so weiter bis heute in der Gesellschaft weiterleben. Das gibt es natürlich, auf jeden Fall. Mhm. Es gibt auch feste Stereotype gegenüber Türken und Araber und so weiter, die Art und Weise, wie man sie abwertet. Aber struktureller Rassismus bedeutet ja, dass wir in einem grundlegenden, tiefgreifenden rassistischen System leben, aus dem man sich fast nicht befreien kann. Mhm. Also fast wie eine Verschwörungstheorie. Mhm. Die wirklich ganz tief verwurzelt in dem Verstand, in der Kultur. Man bekommt diese Struktur eigentlich nicht weg. Eigentlich ist sie unüberwindbar. Mhm. Und nur indem wir uns eben an Prämissen der Critical Race Theory oder an irgendwelchen anderen Regelkatalogen oder eben Antirassismus-Seminare, nur indem wir uns diese Methoden aneignen, können wir diese rassistische Struktur bestenfalls aufbrechen. Also ja, also das fand ich auch immer wieder krass. Strukturelle Diskriminierung, das rassistische System. Ich finde es halt krass, wie viele Spitzenpolitiker auch diese Begriffe im Mund nehmen, ohne zu wissen, dass dahinter ja ein ganz spezifisches Weltbild steckt, das eben alle Weißen per se und immer als Opfer sieht oder als Rassisten und alle Menschen, die nicht weiß sind, zu Opfern und zu Leid stecken. Also wie gesagt, wir sind uns da sowieso einig, dass diese Missstände, dass die gibt. Es gibt Rassismus, ganz klar. Aber mein Eindruck ist jetzt eigentlich der, dass die Mehrheit der Gesellschaft das auch so sieht. Also dass das nicht toleriert wird. Man zeigt mit dem Finger drauf. Und dann finde ich es noch interessant, deine Perspektive zu hören. Du kennst dich da aus, du hast Diskriminierung erlebt. Siehst du das? Sind so viele Menschen heute so drauf, dass sie eben voreingenommen sind, Vorurteile haben? Oder ist das eher halt ein Narrativ, der verbreitet wird? Ja, ich glaube, es ist völliger Bullshit. Also, danke für deine klaren Worte. Okay, also erklär bitte. Also zu behaupten, dass alle Deutschen und alle Menschen mit weißer Hautfarbe Rassisten sind, ist halt einfach, Entschuldigung, die direkte Wahl, aber ist halt einfach Bullshit. Es stimmt halt einfach nicht. Es gibt genügend Leute in Deutschland, auch mit weißer Hautfarbe, die sich sehr wohl Gedanken darüber machen, wie Schwarze und Menschen mit Migrationshintergrund behandelt werden und da sehr wohl sensibilisiert sind. Das sieht man ja, es wird ja wöchentlich wirklich oder fast täglich, vor allem nach dem Tod an George Floyd, gab es immer wieder Artikel von weißen Männern oder von weißen jungen Leuten auf Zeit Online, auf Spiegel, in der Süddeutschen, im ÖRR, unzählige Beiträge, wo dieses Leid thematisiert worden ist. Also ich glaube, dass es Rassisten gibt, auch üble Rassisten. Es gibt ja auch Gewalttaten
Hasskriminalität gibt es alle, mega schlimm, muss man was gegen tun, aber die große Mehrheit stellt sich doch gegen solche Formen der Ausgrenzung. Also was halt im Moment gemacht wird, ist, dass man eigentlich keine wirklichen Beweise hat für das rassistische System und deswegen stilisiert man jede Kleinigkeit oder jede Banalität als Rassismus hoch oder als Alltagsrassismus. Zum Beispiel die Frage, wo kommst du her? Also ich kann schon verstehen, dass eine dunkelhäutige Person in Deutschland, die immer wieder dieselbe Frage hört, dass Ja, sie irgendwann das auf nervt. den Nerv geht, Ja, klar. nicht, keinen Bock hat, das immer wieder zu erzählen, Ja. woher sie kommt, weil das manche Leute auch nichts angeht. Deswegen Ja. sind ja auch diese ganzen Antirassismus-Bücher gut, weil es dann mal thematisiert wird und dann kann man sich darüber Gedanken machen, ja, ob es Ja. vielleicht gut ist, immer wieder gleich nachzusteigen, obwohl man die Person nicht kennt. Auf jeden Fall. Aber man kann halt nicht allen Menschen, die diese Frage stellen, Rassismus unterstellen. Also da wird Rassismus wirklich an Banalitäten festgemacht, damit man eben, wie gesagt, überhaupt einen Beweis hat, dass diese Struktur funktioniert. Jetzt kritisierst du ja in deinen Kolumnen, du bist Kolumnistin bei Cicero, im Magazin Cicero. Dort kritisierst du eben auch in deinem Buch oder auch auf Twitter, bist du sehr aktiv unterwegs, kritisierst ja eben diesen Zustand der Gesellschaft, wenn man so will, und kommst selber auch unter die Räder. Hast also auch schon Erfahrungen gemacht, dass man dich diffamiert? Ja, als Nazi Oder? oder wie? Ja, Wie bitte? klar, als Nazi. Oder? Nazi, was, ich weiß gar nicht, was alles, was da für Ausdrücke gekommen sind. Ich glaube, immer wieder rechts, man versucht dich in eine rechte Ecke zu schieben. Nazi, dann Transphob wurdest du schon genannt. Also finde ich einfach, also eigentlich bist du doch für diese Aktivisten Teil der Gruppen, die ja schützenswert sind, oder? Für die sie sich ja eben einsetzen. Du bist ja auch jemand mit einem Migrationshintergrund, du bist Türkin, aber für dich setzen Sie sich dann nicht ein. Also, sobald du dir eine eigene Meinung gönnst oder irgendwas kritisierst, was Ihnen nicht gefällt, dann gehen Sie auf dich los. Ja, das ist ein Pseudotürken. Also das hat mir neulich auf Twitter einer geschrieben. Das war halt auch so ein Social Justice Mensch, der, glaube ich, him in seinem Twitter-Profil stehen hatte. Das Also müssen wir damit auch schnell jeder. erklären für die Leute, Ja. die nicht auf ihr sitzt. Viele Menschen haben heutzutage eben die Pronomen in ihrer Twitter-Biografie. Sie beschreiben sich als he oder him. Das heißt also, sie möchten als Mann gesehen werden oder sie identifizieren sich als Mann. Aber es drückt auch Solidarität mit der LGBTQ-Bewegung aus. Ist das richtig? Ja, Habe ich genau. das so richtig erklärt? Genau. Und was hat er geschrieben oder gesagt? Also ich hab jemanden kritisiert auf Twitter, weil er, weiß nicht, also ich glaube, es ging wieder um dieses Rassismus gegen Weiße gibt es nicht. Und ich meinte dann, allein die Aussage, dass es keinen Rassismus gegen Weiße gibt, ist eigentlich schon Rassismus, weil man auf Menschen aufgrund der Hautfarbe was unterstellt. Und dann hat ein Twitter-Mensch geschrieben, dass ich eine Pseudotürkin sei. Eine Pseudotürkin, Eine also Pseudotürkin, also keine keine echte richtige. Ja, Türkin, keine klar. echte Und das Türkin. ist, es ist krass, weil das kommt häufiger vor auf Twitter, nicht nur auf Twitter, sondern in der gesamten Bewegung, dass man sowas wie einen People of Color Clan hat. Der ist links, der hat genau die gleichen Ansichten, woke Ansichten. Und wenn es Migranten gibt, die dann konservativere Ansichten haben oder den Aktivismus kritisieren, werden die quasi von diesem POC-Clan exkommuniziert. Also sind dann wie in einer Sekte Abtrünnige, die dann nicht mehr dazugehören. Also es war ganz krass bei der Ja, Tagesspiegel-Kolumnistin. genau. Ich habe das auch den Ja. Fall aufgeschrieben. Sie heißt Fatina Kailani, gell? Die hatte da im Januar, jetzt im Januar, hatte sie einen Artikel mit dem Titel "Wenn Weißsein zum Makel gemacht wird" im Tagesspiegel publiziert. Und sie hat darin kritisiert, dass einige Debattenteilnehmer aus der Mission Rassismus bekämpfen inzwischen ein privates Geschäftsmodell gemacht haben, sei es als Buchautorin, Ex-Journalist und Buchautor oder Talkshow, Dauergast oder twitternde Vierfachmutter. Und Kailani, Entschuldigung, schreibt, es ist ihr Tagesgeschäft, das Anprangern ihrer Benachteiligung. Und das hat halt dann ein paar eben Twitter-Menschen sehr auf die Palme gebracht. Und sie wurde ziemlich massiv beschimpft. Also, Über Wochen hinweg, ne? oh, Das war es war sichtlich so. unglaublich. Also ich habe das gesehen und ich war schockiert, wie man so viel Verachtung ihr entgegenbringen kann, einfach weil sie sich eine eigene Meinung gönnt.
Das war richtig krass, ja. Also das Krasse an dieser, das Abgefahrene an dieser Geschichte war auch, dass er wirklich so anerkannte Journalistinnen oder vermeintlich seriöse Journalistinnen vom ZDF da mitgemacht haben. Also die haben sich fast richtig blamiert, indem sie da immer wieder auf diese Frau draufgehauen haben. Wo du wirklich gemerkt hast, boah, also was ist denn bei euch los? Ja gut, Sie Und sehen es natürlich nicht als Blamage. Sie bekommen ja tausende Likes und Riesenapplaus aus Ihrer eigenen Blase. Also so habe ich das beobachtet. ja, klar. Und was man eben damals der Kollegin vom Tagesspiegel vorgeworfen hat, war, dass sie ein Token ist. Also, Ja, genau. dass sie sich zu sehr, und nicht nur Token, sondern tatsächlich auch, wirklich hat jemand geschrieben, dass sie der Hausnäger des Tagesspiegels sei. Es ist unfassbar. Und diese Leute sagen, dass sie für soziale Gerechtigkeit sind. Also, es ist ein unfassbar krasser Rassismus, der dagegen Leute gefahren wird, die Migrationshintergrund haben, vielleicht auch eine dunklere Haut haben, aber diesen Aktivismus kritisieren. Ich sag dir, Tamara, es ist wirklich wie eine Sekte teilweise, was dort abgeht. Und diese Was Leute. heißt denn Token eigentlich? Ja, weil im Wochentakt erfinden Sie ja neue Wörter und Begriffe. Ich komme da gar nicht mehr nach. Token ist, du verrätst irgendwie deine Leute oder was ist das genau? Der Token ist ein Mensch mit Migrationshintergrund, der sich zu sehr an die weiße Mehrheitsgesellschaft angepasst hat. Und sich zu sehr assimiliert hat und deswegen das rassistische System stützt. Okay. Ja. Das hat also diese Autorin vom Tagesspiegel, das hat sie getan. Wie ist es? Sie wird so gesehen. Hat man das Ja. ihr auch schon gesagt oder vorgeworfen? Token? Ja, es war so eine Pseudotürkin. Das war so, ist so ein Äquivalent zu Token, würde ich sagen. Wie gehst du eigentlich grundsätzlich mit solcher Kritik oder mit solchen Beleidigungen und Diffamierungen um? Verletzen sie dich? Nee, nicht mehr. Also die meisten blocke ich dann einfach. Also ich sehe es halt dann. Also ich habe irgendwann habe ich mir selbst so eine Regel auferlegt. Also wenn unter meinen Tweets irgendjemand kommt und mich komplett inhaltslos als Rassist oder Nazi beschimpft, dann ciao, dann blocke ich die Person und dann denke ich da nicht mehr drüber nach. Verletzt dich nicht, wenn es Nicht irgendwie mehr. nicht mehr, hast du dir eine Ich. harte Haut angeeignet? Ja, klar, also es Muss man kommt ein auch, bisschen oder? drauf an, wer es macht. Also wenn es anerkannte, weiß nicht, anerkannte Institutionen sind oder teilweise sogar auch Freunde sind, die dir sowas dann vorwerfen, dass du irgendwie nach rechts abdriftest oder Haben dir das Freunde schon vorgeworfen? ja, auf Was? jeden Fall. Ja. Aber siehst du, das ist eben auch wieder so ein Punkt. Ganz viele Menschen können gar nicht mehr liberal von konservativ oder rechts unterscheiden. Die werfen da alles in einen Topf. Ja, klar, auf jeden Fall. Oder Aber gibt es keine Unterscheidung mehr? Alle genau gleich. Einfach, du bist nicht links oder bin linksliberal, du teilst nicht meine Meinung, also alles schlecht, alles rechts. ja, genau. You name it. Wie können wir das verhindern? Ich weiß nicht, ich versuche mit den Leuten zu diskutieren und es halt vielleicht nicht so wirklich an sich heranzulassen, aber es ist halt, keine Ahnung, ich schick das, also habe schon von vielen Leuten irgendwie mitbekommen, dass wenn sie irgendwas auf Facebook gepostet haben oder halt Gendersprache kritisiert haben und so weiter oder Woken-Aktivismus, dass sich dann vor allem irgendwelche Kindheitsfreunde gemeldet haben und denen dann die Hölle heiß gemacht haben. Und dann blockierst du die Leute irgendwie auf Facebook und dann sind sie aus deinem Leben. Gut, sowas kann man irgendwie schon verkraften, aber ich glaube, dass es bei vielen Leuten auch so ist, dass wenn vor allem irgendwie Freunde oder Bekannte und so weiter, Leute, die man eigentlich mag, dir sowas vorwerfen, dass du eben politisch nicht mehr tragbar bist, dass du ein Extremist bist, ein Neonazi etc., obwohl du einfach bloß eine ganz legitime Kritik geäußert hast, dass es leicht ist, dass die Leute das dann irgendwie anfangen, selbst zu glauben. Also ich habe schon mit vielen Leuten geredet, die von wirklich Angst hatten, dass sie selbst auf einmal Nazi werden, ohne es irgendwie zu checken. Und das ist ja absurd, ja. Und da an der Stelle kommt ja dann wieder dieses Ideologische mit rein, dass man Menschen die Vernunft abspricht. Weißen die Vernunft abspricht. Das ist ja genau das, ja. Also, und das ist gefährlich, aber es ist irgendwie schleichend bei vielen Leuten. Auch bei manchen Journalisten, die in Redaktionen gearbeitet haben oder immer noch arbeiten, die meinten, oder in Bildungsinstitutionen auch, in staatlichen Bildungsinstitutionen, die da meinten, ich kann irgendwie nichts mehr sagen oder ich traue mich irgendwie nicht, jetzt zu sagen, dass ich das Gendern irgendwie kacke finde und dass ich das nicht machen möchte, weil ich habe Angst, dass ich da Probleme mit meinen Kollegen bekomme oder dass sie mich dann als Menschenfeind sehen. Und
Aber ein Problem, also ich finde das schon auch problematisch, diese Diffamierungen, die da stattfinden, weil jetzt nicht nur, dass Menschen generell sich nicht mehr das zu sagen trauen, was sie eigentlich denken, das wissen wir, das ist ja auch bestätigt durch Studien, aber auch, ich glaube, es gibt auch Autoren so oder Kolumnisten, wie wir es sind, die halt gewisse Themen gar nicht mehr aufgreifen, weil sie denken, oh, da steche ich jetzt in ein Wespennest oder da will ich jetzt keinen Shitstorm provozieren. Früher ging ich da viel entspannter dran und habe mir noch nicht so Gedanken gemacht und habe mich eigentlich alle Themen angesprochen, aber in den letzten so 2, 3 Jahren überlege ich mir schon bei vielen Themen, greife ich das jetzt auf oder lasse ich das lieber sein, weil was bringt mir das schlussendlich? Du kannst eine Debatte ja irgendwie doch nicht führen, weil sie dich ja meistens nicht von den Inhalten her angreifen, wenn du sie kritisierst, sondern sie greifen deine Person an. Also bei mir, je nachdem, werfen sie vor, du bist ja eine weiße, privilegierte Frau, du kannst gar nicht verstehen, wie andere Frauen leiden, denen es nicht so gut geht wie dir, oder? Aber man kontert nicht meine Argumente mit besseren Argumenten, sondern immer spricht mir das ab, dass ich da mich reinfühlen könnte. Also wir gewinnen irgendwie nichts, habe ich manchmal das Gefühl. Und ist dir das auch schon passiert, dass du denkst, okay, das Thema, das greife ich jetzt gar nicht auf? Oder ist dir das völlig egal? Lässt dich das kalt? Mich lässt es wirklich vollkommen, also mich lässt es nicht kalt, aber ich denke mir dann, also jetzt erst recht. Also man kann sich ja nicht. Okay. Oh, coole Einstellung, aber. Also man kann sich ja nicht von. Also ich kann schon verstehen, dass man diesen Shitstorm nicht haben will oder diese permanenten Diffamierungen, weil es unangenehm ist oder keine Ahnung, man vielleicht auch so Imageverlust befürchtet und dann gewisse Themen irgendwie meidet, aber ich denke mir, ist irgendwie der falsche Weg, weil dann knickt man ja gerade vor dieser... Da knickt man ja selbst ein, klar. Also du lässt keine Themen fallen, weil du denkst... Ja, okay, doch bei dem Thema Transsexualität, da hätte ich mich wahrscheinlich schon häufiger geäußert, aber da habe ich mir gedacht, das ist vielleicht ein bisschen, da hatte ich wirklich Angst. Okay. Also die Transaktivisten, die kennen echt kein Pardon so. Hat man ja an J.K. Rowling gesehen. J.K. Rowling gesehen, ja. Jetzt also dieser Kulturkampf, da schließt ja mehrere Themen mit ein. Du hast schon gesagt, Transaktivismus, Genderideologie, Identitätspolitik, Cancel Culture, Sprache, die kontrolliert werden soll oder werden muss, oder dass das Geschlecht ein soziales Konstrukt sei, und eben all diese Themen, die werden da als progressiv gefeiert und haben sich eben irgendwie auch eingenistet in unserer Gesellschaft. Aber wie konnte es eigentlich so weit kommen? Also kannst du da irgendwie historisch gesehen einen Punkt oder einen Zeitraum nennen, wo das so angefangen hat? Ich glaube, Anfang der 10er Jahre, oder? Also vor allem in Deutschland. Also ich glaube, 2010 war es noch nicht so schlimm, 2009, 2010. Und vielleicht hat es so 2014, 2015 angefangen. Also dieser ganze Aktivismus. Ja. Wie siehst du diesen Entwicklungen eigentlich entspannt entgegen? Ja, das ist jetzt halt der Zeitgeist, den müssen wir jetzt aussetzen, das geht dann schon vorbei in 1, 2 Jahren. Oder denkst du eher, das ist etwas Langfristiges? Ich weiß es nicht. Also es ist die große Frage, die ich mir stelle und die ich auch immer mit anderen Leuten diskutiere. Also es schwankt immer so zwischen, oh mein Gott, das ist alles ganz schlimm. Und jetzt, wenn irgendwie schon anerkannte Medienhäuser und Spitzenpolitiker anfangen, diesen Bullshit als wahr anzuerkennen oder ihn irgendwie als progressiv zu feiern, wohin wird das alles führen? Ja. Und auf der anderen Seite sieht man ja jetzt, dass es einen großen Widerstand gibt oder dass es zumindest in den Medien. Immer mehr Artikel wurden ja jetzt veröffentlicht in den letzten Wochen gegen Identitätspolitik. Oder dass es, wenn du mit normalen Leuten, die jetzt nicht in Berlin leben oder in den Großstädten oder an den Unis sind, redest und denen das erzählst, dann denkst du dich, was soll das? Also es schwankt immer so zwischen, oh mein Gott, alles. Also dass man, aber ich finde, das sollte man nicht machen. Also man sollte wirklich kein Endzeit-Szenario in dieser Sache sehen. Da gibt es ja auch ein paar. Also es gibt ja auch Verschwörungstheoretiker in den USA, die ja irgendwie glauben, die Woke-Bewegung beherrscht die Welt und was sich dann teilweise vermengt mit einer jüdischen Weltverschwörung. Mhm. Also in diesem Themenkomplex, im Kritik gegen diese Social Justice Warriors, gibt es auch viele Gestalten, die überhaupt gar nicht gehen so. Mhm. Die wirklich, also wie gesagt,
mit Endzeit-Szenarien denken ist nie gut. Also ich finde, man sollte einfach relaxed mit dem Thema umgehen. Schon harte Kritik üben, aber jetzt auch nicht so zu verbissen dahinter sein und jetzt hinter jeden, weil das ist ja dann die Gefahr, oder? Die dann auch zur Spaltung beiträgt, dass du halt dann irgendwann, wenn du dich zu sehr und zu verbissen mit dem Thema beschäftigst, dann hast du selbst ein Problem damit, wenn tatsächlich vielleicht sinnvolle Diversity-Maßnahmen irgendwo durchgeführt werden. Dann sagst du sofort, nein, scheiße, das will ich nicht. Das sind irgendwie diese Aktivisten und da muss man wirklich entspannt sein und sie sagen, Moment mal, guckst dir erst mal an, was fordern die Leute und ja, Diversity ist tatsächlich gut und manche Landgruppen brauchen tatsächlich Unterstützung. Absolut richtig, ja. Ja. In deinem Buch kommst du übrigens nicht verbissen hinüber, finde ich überhaupt nicht, sondern relativ entspannt. Du bist so ein bisschen empört, ja, aber du berichtest eigentlich sachlich und wie gesagt, du bringst gute Beispiele, um deine Argumente und Thesen zu stützen. Und ich wollte dich eigentlich noch fragen, warum genau hast du dieses Buch geschrieben? Schäm dich. Was möchtest du damit erreichen? Ich wollte über diese Bewegung aufklären. Das war, glaube ich, das größte Bedürfnis, das ich gespürt habe, weil es eben sehr einfach ist, wenn jemand vor dir steht und sagt, hallo, ich war an der Uni und habe mich mit Judith Butler beschäftigt und mit Robin DiAngelo und das sind ganz tolle Forscher und wir müssen es unbedingt jetzt in einem Kindergarten einführen oder in einer Flüchtlingsunterkunft etc. Dass man da vielleicht irgendwie guckt, okay, was sind das überhaupt für Theorien, was steht dahinter, was steht für ein Aktivismus dahinter und vielleicht ist es vollkommen okay, wenn ich sage, dass solche Ansätze wie White Privilege oder White Tears einfach dumm sind und ich mich da irgendwie nicht dem beugen sollte, sondern dahinter so ein bisschen das Totalitäre erkennen, weil es kommt eben sehr gut daher. Also für Diversity sein und für Gleichstellung ist immer eine gute Sache. Immer und man gut, hat irgendwie klar. Immer den Reflex zu sagen, ja, es ist super, damit machen wir Aufklärung, aber es ist nicht immer geil. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben, um das über aufzuklären, was bedeuten diese Begriffe, woher kommen sie und vielleicht sollte man sich nicht mit allen gemein machen, was auf den ersten Blick menschenfreundlich daherkommt. Ja, genau, ich habe das Buch auch ein bisschen als Augenöffner empfunden, vielleicht für jene Leute, die jetzt eben nicht die ganze Zeit in den sozialen Medien hängen oder die Medien nicht so genau verfolgen. Und von daher hoffe ich, dass es noch sehr viele Leute lesen werden und ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg damit und bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch, Judith Passat. Dankeschön. Euch zu Hause danke ich fürs Zuschauen. Ich hoffe, bis bald wieder. Mach's gut und tschüss.